Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sind dabei, unsere Farm ein bisschen zu erweitern. Oh, wie süß, deine Haare sind ja ganz zerzaust. Hast du dich nicht gekämmt? War nur ein Scherz, deine Haare sind okay, versprochen. Ich dachte schon. Ah, das nehme ich gerne, danke. So, wir müssen... Auf jeden Fall brauchen wir eine große Scheune. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir vielleicht genug Material mitnehmen. Um unsere Alpakas halt umzusiedeln, ne? Da muss ich nochmal schauen, ob der Bereich hier hinten auch noch geklärt ist. Naja, da ist nämlich schon wieder so ein alles Bäumchen drin, ne? Aber ansonsten sieht es hier ganz gut aus. So, ich will mich heute nämlich erstmal um die ganzen Sachen kümmern. Also wir geben auf jeden Fall den Farbstoff ab und die 15 Dinger. Dann gehen wir ins Museum. Moment, ist heute Donnerstag. Donnerstag hat, glaube ich, das Museum zu, oder? Sehe ich das nicht hier irgendwo? Donnerstag geschlossen. Okay, dann brauche ich natürlich die Dinger nicht mitnehmen hier. Dann hat sich das erledigt. Dann will ich aber auf jeden Fall Material mitnehmen. Ich weiß nicht, was wir für so einen großen brauchen. Also Orichalcus denke ich mal nicht. Vom Holz her weiß ich es halt auch nicht. Ich nehme halt genug mit, damit ich das hier so, Farbstoff ist auch fertig. Da kann ich jetzt 5-6 Stück rauspacken. Wir brauchen ja nur 99. Okay, dann ist es fast um 8. Ah, Tomaten wachsen. Ich glaube, die Pflanzen hier hinten, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht nicht so aus, als ob das wächst. Da habe ich mich vielleicht schon wieder vertan, dass das nicht im... Sommer wächst. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Okay. Den Honig nehmen wir mit. Dann können wir noch mal ganz schnell hier unten das alles verkaufen, denke ich mal. Unsere Pilze könnten auch fertig sein. Ja. So, dann werden wir mal die komischen Sprossen machen, da die da so ein Null-Level haben, ne? Das sind diese komischen Dinger hier. Korallenpilzsporen. Naja, toll. Okay, da habe ich 3 und dann nehme ich noch 2 von Kräutersaiblingsporen. So, mal gucken, wo war das jetzt? Hier. Kriegt man vielleicht auch mal ein paar bessere dann raus. So, die Pilze hier unten, das sind 20 Stück, die kann ich eigentlich... hier mit reinpacken, 8 Stück, gut. Nee, ich muss erst die Alpakas umpacken. Ich muss erst die Alpakas umbauen. Bevor ich mich dann um die Tiere kümmere. Und dann kann ich nämlich ein Zuchtset kaufen, kann die gleich vermehren, damit ich mehr Alpakas bekomme. Dann nenne ich die Scheune nämlich auch gleich Alpakascheune. Mal gucken, ob ich müsste ja eigentlich eine große Scheune hier gleich kaufen können. Also am Geld soll es ja nicht scheitern. So, heute bist du da. Sehr schön. Hofeinrichtung, Scheune. Nee. Hofeinrichtung weiterentwickeln. Große Scheune. Aha. Moment. Ich brauche erstmal eine Scheune. So. Hofeinrichtung weiterentwickeln.
Da fehlen mir, was fehlen mir denn da? Festes Gras fehlt mir da. Und brauche ich aber eigentlich die Scheune nicht kaufen brauchen, ja. Oder mache ich da nur eine kleine Scheune draus? Ach, gute Frage, gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel passen darin. So viel Alpakas brauche ich eigentlich. Normal reicht auch eine kleine Scheune. Und ein Futterautomat brauche ich ja auf jeden Fall noch. Habe ich da noch einen über irgendwo? Den kann ich aber herstellen, denke ich mal. Futterautomat, so. Den nehmen wir mit. So, dann können wir hier das ganze Zeug rauspacken. So, ja, dann packe ich hier eine kleine Scheune hin. Quatsch, will nicht verkaufen. Dann gibt es halt nur eine kleine Scheune, wo die Alpakas sind. Hätte ich vielleicht noch nicht so ein großes Gehege gebraucht, ja. Alpaka-Stall. So, dann gehen wir mal hier rein. Packen wir hier einen Futterautomat hin. Ein Premium-Futter aus großem Silo verfüttern. So, dann. Das ist doch ein Alpaka hier, ne? Das kommt dahin. Du kommst auch hier hin. Da kann ich ja hier mal ein bisschen ordnen. Da habe ich auf jeden Fall wieder mal zwei Platz. Das ist auch noch ein Schaf. So, das ist eine Ziege. Alpaka-Stall kann ich noch... Ja, vier sollten eigentlich da drin reichen. Was sollte eigentlich passen? Braune Alpaka-Wolle habe ich da bekommen. Ah, ich brauche ja braune Alpaka-Wolle plus, ne? So, ihr habt auf jeden Fall euren Platz, da kann ich nichts machen. So, die Alpaka-Wolle kann ich ja jetzt reinpacken, weil die braune habe ich ja. Ne, falscher. 3-mal da rein. Okay, jetzt gebe ich die erstmal ab. Museum hat Donnerstag geschlossen, dann brauche ich das nicht mitnehmen. Aber Tierzucht-Set kann ich noch kaufen. Genau, dann vermehre ich nämlich die Alpakas. Muss ich mir überlegen, ob ich 3 braune und 2 weiße oder 3 weiße, 2 braune. Auf jeden Fall jedes Tier erstmal einmal vermehren. Ich hoffe doch mal, ihr habt offen. Ja. Sehr gut. So. Erfordert. Erfordert große Scheune. Da brauche ich doch eine große Scheune. Was war denn da jetzt für ein Gras gebraucht? Das war auf jeden Fall Gold und. Gold und Holz und... Tja, ich weiß nicht, welches das war. Ach, Mann. Da muss ich die Scheune doch nochmal abreißen. Habe ich wieder umsonst... total gekauft hier. Und beim Gras muss ich auch sehen, welches da gebraucht wurde. Also ich würde ja sagen, weiches Gras, festes Gras, oder war das flexibles Gras? Keine Ahnung.
Ach, da muss ich die Scheune ja doch nochmal umpacken. Brauche ich doch eine große Scheune. Ah, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ich wusste nicht, dass man eine große Scheune braucht. Große Scheune, okay, die habe ich. Dann muss ich die andere nochmal abreißen. Ach Mann, das ist... Das ist echt ärgerlich, ja. So, dann packe ich halt die Scheune dorthin. So. Stall hatte ich das genannt, wa? Da rein. Nein, 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 nicht schon wieder abbauen. Ach Mann. So. Nein. Gibt's da nicht, ja. Naja, habe ich eine Scheune zu sehr. Ich hab. Ja, dann packe ich halt das Premium-Futter wieder zurück. Ist doch in Ordnung, die Scheune verkaufe ich. Obwohl, so eine kleine Scheune könnte man sich theoretisch gesehen. Könnte man sich theoretisch gesehen aufheben, obwohl eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So, wir haben schon 11 Uhr noch was. Ich habe mich noch nicht mal um meine Tiere gekümmert. Aber das liegt daran, weil, wie gesagt, ich will ja meine Alpakas vermehren. Und ich muss aufpassen, dass ich hier rechtzeitig zu den Läden komme. Und wie gesagt, die zwei Aufgaben, die geht man dann ab. So. Nutzt hier Set kaum. So, okay. Weißes Alpaka. Zuchtset benutzen. Aber ich kann immer nur ein schwangeres Tier. Hier ist schon ein schwangeres Tier. Ja, auch. Hier könnte ich jetzt vielleicht sogar noch. Kann ich noch eine Ziege machen? Die ist ja 2. Schaf habe ich auch schon 2. Na gut, dann gibt es halt noch eine Ziege. Alles klar. Dann muss ich bei dem Rest halt ein bisschen länger warten noch. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. So, und dann müssen wir uns wirklich um unsere Tiere kümmern. Und um unsere Gärten muss ich mich auch noch kümmern. Ach, das ist immer so viel Aufgaben. So, 15 mal braune Alpaka-Wolle. Die haben wir und 99 mal Farbe haben wir auch. Also. Braune Alpaka-Wolle habe ich. Und Farbstoff habe ich. Okay. So, Belohnung habe ich ja sowieso nicht. Dann können wir jetzt zurück zu unserem Hof gehen. Boah. Dann brauche ich ja nur noch weiße Alpaka-Wolle, 2x Plus-Wolle. Da muss ich mich aber bestimmt immer ganz lieb um unsere Tiere kümmern, damit ich so eine Plus-Wolle kriege. Ich hatte, glaube ich, schon mal Plus-Wolle. So, ich fange am besten hier oben an heute. So, dann kann ich mich nämlich hier um unsere Hühnchen kümmern zuerst. Unsere Alpakas habe ich mich ja schon gekümmert, ne? Ist ja alles okay.
So, wenn ich hier oben lang gehe, kann ich gleich in dieser Kiste hier das ganze Gras lassen. Dann muss ich euch definitiv hier ein bisschen Platz machen. Es ist eindeutig zu viel hier. So, da ist eindeutig zu viel. Ich hoffe doch mal, ich brauche nicht noch irgendwie Plusmilch oder so. Ich verarbeite das halt immer alles zu schnell. Aber ja. Es ist schon nachmittags um eins und ich habe... Ach ja. So, dann kann ich das gleich mitnehmen. Das kann raus, das kann raus. Dann mache ich mal hier die Rubine noch. Ach, die roten kann ich auch noch. Okay. Hier ist ja noch ein Feld frei. So. So, dann einmal hier die Hühnchen raus, bitte. Und die Eier mitnehmen. Okay, läuft. Habe ich denn genug Eier? Vier, ja, da kommt 12-mal Mayonnaise raus. So. Dann habe ich hier 6-mal Dreiermilch. Dann habe ich gute 5-mal Milch. 6-mal Dreiermilch. 6 10er Eier. 2 8er. 2 4er Milch. Dann sind die Dinger auch erstmal wieder voll. Kann das alles hier rein? Meine Melonen sind wahrscheinlich auch fertig. Aber jetzt muss ich erstmal zu meinen anderen Tieren noch gehen hier. Bär, geh weg. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Wolle. Aber halt nicht die, die ich brauche, ne? Ich brauche Alpaka-Wolle. Ich brauche ja Alpaka-Wolle. So, ihr könnt auf jeden Fall erstmal raus hier, meine Kaninchen. So, wie viel Platz habe ich denn? Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich habe sogar noch eine... Achso, ich habe ja noch eine... Ich habe jetzt noch Milch eingesammelt. Das heißt, die Milch muss hier noch hin. Die Milch muss hier noch hin. Dann bringe ich mal schnell das Holz weg. Ich könnte natürlich hier erstmal reinschauen. Kann ich noch nicht ernten, aber sie wachsen langsam. Das waren, glaube ich, die normalen Melonen, oder? Ich weiß es gar nicht. So, das dort rein, die Wolle brauche ich da oben. Die Ananas lasse ich jetzt mal. Wir wollen ja noch ein bisschen was anderes erledigen. Hier ist auf jeden Fall noch genug Futter drin. Ja, die Ananas hier kann ich mitnehmen. Na gut, dann nehme ich das mit. Das nehme ich mit. Das kommt eh alles hier rein, okay. So, das. Habe ich jetzt was übersehen? Nee. So, dann nochmal gucken hier. Frühling. Alles Frühling eigentlich. Frühling. Radieschen. Gurken. Ah, ich weiß nicht, was das hier gewachsen sein soll. Das kann ich irgendwie garantiert nicht ernten. Da habe ich mich garantiert vertan in der Jahreszeit. Aber es hat wieder einmal nicht gestimmt. Bin ich mir halt nicht so sicher jetzt. Achso, ich muss ja noch ein bisschen was verkaufen. Ne? Oh, was haben die gemacht? Die haben sich gefreut, das ist sehr schön.
Dann kann ich das Ananas-Ding auch noch mitnehmen hier. So, habe ich 12 Ananas. Dann haben wir immer hier, so nehmen wir das Holz und das Eisen auch noch mit. Die Rose können wir auch noch mitnehmen. Also den Rosensamen. Ja. So, schön 10er Joghurt bekommen, das ist sehr gut. Blume habe ich nicht, das wird alles verkauft. Ananassamen habe ich abgegeben. Holz und Eisen kommt hier rein. So, weg, 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 weg. So, puh. Ja, ist das erledigt. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem Raureifgarten und gucken mal, was da los ist. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, leider. Aber hier wächst noch nichts. Moment, hier habe ich noch 5 Mal. Nee. Dann gehe ich zu dem Buntblattgarten. Das müsste ja der Herbstgarten sein, wo der Reis wächst, ne? Das müsste ja... Genau, hier haben wir Reis. Sehr gut, hier hinten haben wir sogar noch was über. So, den Reis kann ich aber noch nicht abbauen. Wie sieht es hier oben aus? Die Dinger können weg. Okay, das sind aber nicht so viele. Das sind Okra. Okra habe ich nicht hier. Und Okra kann ich ja hier oben eigentlich reinschmeißen. 10 Stück, so. Und dann habe ich hier 100. Und dann kann ich die 6 auch verkaufen. Okay, immer so einen Garten war ich erst. Und gucken wir mal hier noch. Also hier ist Marmelade. Oh. Ja, komm, den Salat hier. Der kommt auch rein. Aber wir sind auf jeden Fall Erdbeeren fertig. Kann ich dann auch neue pflanzen. Ich glaube, die Avocados sind auch fertig, oder? Nee, noch nicht ganz. Hier goldene Marmelade reinpacken. Ne, Moment. Packe ich auch goldene rein. Hier kann vollgepackt werden. Hier kann vollgepackt werden. Na, Knoblauch habe ich nur ein. Und hier könnte ich ja nochmal... Na komm, machen wir hier nochmal Erdbeersamen rein. So... Erdbeersamen habe ich. Ich habe noch 18 mal Knoblauch, den nehmen wir. Ach, Kirschen hatten wir ja auch noch 8. 18 mal den Kohlsamen. Und der Rest wird, der Rest wird Erdbeeren. So. So, 7 Mal noch. Ja, komm, machen wir hier noch immer hin. So. Thank you.
Sehr schön. Dann wachsen hier und gedeihen hoffentlich Erdbeeren. Warte mal, den Kohl. Habe ich jetzt hier irgendwo noch Kohl drin? Den Kohl habe ich nicht mehr drin, aber den kann ich verkaufen. Aber ich habe auch keinen Kohlsamen mehr. Das ist natürlich schlecht. Aber warte mal, dann packe ich den Kohlsamen mal dort rein. Dann packe ich den Kohlsamen da rein. Oh, wir sind schon wieder. Wir sind schon noch ziemlich weit fortgeschritten. Es ist auch spät. Ich muss auf jeden Fall ins Bett. Ich werde mir aber noch ein paar Erdbeeren auf jeden Fall hier unten hinpacken. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht sogar Erdbeeren in der Kiste habe. Nee, doch 10 Stück. Dann packe ich mal die hin. Aber eigentlich kann ich mir die auch zurückholen. Und dann packe ich mir die hier oben in die Kiste. So, und den Rest verkaufe ich. Guck mal, was haben wir denn hier hinten für einen Setzling noch? Ach, das ist Reis, okay. Den will ich nicht verkaufen. Den Reis möchte ich nicht verkaufen. Hier kann ich eigentlich noch... Wo habe ich den jetzt drin? Im Herbst, ne? Das ist doch Herbst hier. Ja... So, dann können wir ins Bett gehen und können dann morgen weitermachen und hoffen, dass wir endlich schön Alpaka-Wolle bekommen. Also wie gesagt, das zieht sich definitiv jetzt noch ein bisschen hin. Ich hätte vielleicht auch das weiße Alpaka klonen können, weil die braune Alpaka-Wolle habe ich ja voll... Ah, das war natürlich ein Fehler jetzt, ne? Oder habe ich das weiße Alpaka schwanger gemacht? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ach, dann gucken wir mal, 56.000, naja, immerhin ein bisschen was. Ist in Ordnung, kann ich mitleben. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und wir sehen uns in der nächsten, nee, wir sehen uns nicht in der nächsten Folge, hier passiert irgendwas. Irgendwas wird geboren. Ah, ein Büffel. Ein Büffel. Mal kann ich mal schnell einen Schluck trinken. Okay, wir haben einen Babybüffel wieder. Ja, wie heißt denn du Kleiner? Hab ich schon den André? Ich glaube nicht. Wann heißt der André? Nicht, dass noch jemand geboren wird jetzt. Ich glaube nicht. Okay. Gut. Dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.